Nach viel zu langer Pause bin ich heute Morgen erst mal wieder joggen gewesen und ich war das letzte Mal joggen am 16. März. Es konnte also nur schlimm werden und das war schlimm. Ich meine, mal abgesehen davon, dass ich seit Wochen schon Schmerzen irgendwie im Fuß habe, aber es war mir egal, ich musste wieder anfangen, aber ich habe allerdings auch wieder sehr zugenommen. Naja, es war schlimm und es war schlecht, meine Leistung, bin sehr außer Form. Egal. Was ich aber in der Zeit vergessen habe, ich bin Rantastic-User. Also ich benutze die Rantastic-App und ich habe vergessen, was mich an der Rantastic-App immer genervt hat. Und zwar, dass die immer noch glaubt, dass die User nur einen Twitter-Account haben. Und sie nimmt immer den Twitter-Account zum Tweeten, dass man jetzt läuft, der als letztes hinzugefügt wurde. Deswegen habe ich meinen privaten Twitter-Account, auf dem das eigentlich getweetet werden soll, zwischendurch schon mal gelöscht von meinem Telefon, wieder hinzugefügt. Also immer der in der Liste auf iOS ganz unten ist, also zuletzt hinzugefügt wurde, der wird benutzt. Und das ist totale Kacke. Und im Zweifel, wenn man da nicht dran denkt, dann tweetet man mal mit einem Account von einem Kunden zum Beispiel, dass man gerade joggen geht. Oh, fantastisch, das bitte mal ausbessern, das geht gar nicht.